Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksack und immer willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Wir schauen uns heute ein Video an von Karl S. Er hat für uns einen Milliardenplan. Und natürlich auch als Nicht-Glatze- oder Cappy-Träger können wir diesen Milliardenplan einfach mal verfolgen. Ja, haben schon 5600 Leute sich angeschaut, das Video. Zwei Daumen runter. Okay, wer war das eigentlich? Ach Mann, der Justin vielleicht. 77 Daumen hoch. Okay, mal gucken, was Karl S. uns zu sagen hat. Hallo. Mein Milliardenplan. Multibillionäre, Milliardäre, maximiert skaliert, digitalisiert und kommt. Musst du mir ja der sein oder kannst du auch Flaschensammler sein, so wie ich 2015 oder so? Und ja, vielleicht ist das aber auch nur ein Plan für Milliardäre. Zum Skalieren. Ah, mal schauen. Und ist jetzt Caesar? Nee, Kapital, nicht Julius Caesar. Wir haben Julius Freudner, aber Caesar. Leute, wollen Sie mal mit dabei? Es wird skaliert hier, okay? Und ich glaube, Karl ist wieder in sein Penthouse. Ja. Skaliersaft, hat er auch Skaliersaft am Start? Hm, mal schauen. Ja, ich habe voll mehrere Telefonate, unter anderem mit dem Greenkeeping Management, und es war kein schönes Gespräch, wir hatten kein Strategiegespräch. Willst du mal wirklich wissen, was der Bub gesagt hat? Okay, er geht her, fragt mich, du Karl, wie viel Quadratmeter Rasenfläche habt ihr noch im Standort? Und willst du mal wissen, was ich da gesagt habe? Was? Welchen meinst du von den 24? Also super. Wie viel von meinst du von den 24? Okay? So geil, ey. So. Hat Karl jetzt 24 Saftläden eröffnet? Oder? Nein, der hat doch nur. Hat er Stuttgart, Köln und keine Ahnung was. Ach Mann. Ich bin nicht auf dem Laufenden. So geil. Stark, Karl. Echt stark. 24 Standorte. Die arme Sau vom Greenkeeping Management. Ist das der Aumann? Ma. Ja, bei mir bei der SSA anfangen können, Leute. Mei. Na gut. Herzlich willkommen zu meinen Inhalten heute auf dem Video über das Thema. Mein Milliardenplan sprechen werden, denn es ist ja folgendes, Leute. Ich kenne mehrere Multibillionäre, ich kenne mehrere Milliardäre, ich kenne aber auch teilweise Leute, die sind dann auch teilweise pleite gefahren, haben nicht mal x-Soll Euro auf der hohen Kante, während mein Vater dann damals in einem Zelt hergegangen ist, als ich dann pleite war auf der Baustelle, mir mit den Amzeller Holzlatten über meine Glatze gezogen hat und gesagt hat, du Karl, so aber mich mit der jungen Bursche. So, außerdem... Heute ein bisschen real, oder? Außerdem fragen mich auch viele Leute, du Karl, wie hast du es eigentlich geschafft, in der Kurze der Zeit, in x Zeiträumen, Y-Umsätze zu fahren, 3, 6, 8 Monate. 3, 6, 8 Monate. Ah, das muss ich mir auch merken. Ah. Eigentlich, Leute, war es ja so, dass die Leute das gar nicht gefragt haben. Aber so ist es halt. Okay? So ist es halt, Leute. Haben es zwar nicht gefragt, ich behaupte es einfach. Viele gehen eben aber auch her und sagen, du Karl, wie kann ich mich denn dran beteiligen? Kurze Geschichte, Leute. Ich war früher unterwegs mit 15, 18, 20. Habe mehrere Unternehmen begleitet in Form von Exit for Equity. Das heißt also heute noch Consulting? Kann ich mich an Firmen beteiligen? Ich finde den so unfassbar geil, sich das alles aus den Fingern zu saugen. Der macht das ja auch meistens One-Cut. Alter Schwede. Und dann lacht er selbst noch nicht mal darüber oder so. Ich würde mich einfach beömmeln, wenn ich so einen Kack da labern würde. Aber sehr, sehr geil. Ah. Mit X-Summen und kann dafür sorgen, dass potenziell Umsätze maximiert, skaliert, digitalisiert und konfirmalisiert werden, dann
wer möchte und die Motivation mitbringt, x Stunden am Tag zu arbeiten, harte Arbeit, für nichts zu investieren, also in die Bildung rein, okay? Nur in den Kopf mal rein investieren und nicht für irgendeinen Insti-Shop auf YouTube reinmüllen, wo dann einfach nichts davon hat. So, beispielsweise ich habe mehrere Gelder besessen, immer noch mehrere Cashflow. Ja, mehrere Gelder besessen, habe ich auch schon mal. Mehrere Gelder besessen. Ich habe gleichzeitig irgendwo aufgebaut, wie unser Timmy damals seinen Followern gezeigt hat, wie man ein Hirn verliert. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es Content fürs Geld verdienen, was eben auch wichtig ist, Leute. Folgender Plan, Leute, und zwar, ihr geht primär her, gebt mir Geld. So. Das zweite, ich setze mich zusammen mit dem Zauzmann oder mit dem Zapfalski, mit dem Management aus der SSA, verwalte das Ganze. In der Verwaltung dann laufen Systeme, Prozesse im Gang, die dafür sorgen, dass das Geld maximiert wird an euch. Ihr beteiligt euch daran, dass ich Vlogs mache in beispielsweise gemieteten Villen in Litauen oder in den Benelux-Staaten, wo ich dann auch mehrere Quadratmeter auch einfach nur zum Skalieren bekommen habe. Einfach nur wirklich zum Rumskalieren. Lorenz, wie war das damals mit dem mit der Villa, die wir bekommen haben? Mega, um mit dem Radi reinzufahren, um geile Uschis zu fahren, um XY zu fahren. Wie war das? Das war geil, die hatten Free TV und alles mit den Begriffen und es war mega. Kannst dich noch erinnern, mit dem Zofalski im Billard ist egal. Doch, das war geil. Ich hab gewonnen, glaube ich. Einfaches Beispiel, Leute. Ihr geht her, investiert Kapital. Okay, in meine Tasche. Ich gehe beispielsweise her, lade einen Vlog hoch auf YouTube. Oder auf anderen Plattformen, außer TikTok. Warum kein TikTok? Warum kein TikTok? Kann ja wohl jetzt nicht sein. Kann man auf TikTok nicht skalieren oder was? In den Kommentaren steht, weitere Geldgeber, Brokal, das will ich auch. Und dann kommt es halt wirklich ins Rollen und ihr merkt, Leute, ich gehe her, konstruiere ein Business-Marketing-Element, bring's auf den Markt, mach's für das Zweifache, Dreifache, Faktor X, skaliere ich's hoch, steig dann aus und beteilige mich mit Rendite für den Rest der ganzen Unternehmung. Ob es gegen die Wand fährt oder nicht, da sagen dann Leute wie der Zautzmann, da sagen dann Leute wie Reutner, mit der SSA beispielsweise, Skaliersaft Agency, wo dann auch Eskaliersaft bald rauskommen wird. Ihr könnt aber bitte im untersten Link in der Abstimmung könnt ihr teilnehmen, welche Geschmacksrichtung von x Millionen Früchten ihr haben wollt. Und dann werden wir euch was Gutes anbieten im Laufe des Quartals. Ja, vielleicht haut ihr gleich noch einen Gutscheincode raus, Mann. Ah, das wäre cool. Bevor der Steuerberater uns dann die Umsatzsteuergelder zurück überweist. Auf meinem Trip dann, in diese Millionen Villen, treffe ich dann mehrere Geschäftspartner, Businesspartner, Person of Leverage. Ich treffe Leute wie ein Home beispielsweise, Großbankier aus Israel, verdammt. Den kannst du gut, Karl. Ich weiß nicht, was los ist heute, Leute. Mal weiter. Jedenfalls mit solchen Leuten werde ich Erstgespräche führen und wer immer mal ein eigenes Unternehmen, wer immer mal unabhängig sein möchte, wer mehr machen möchte, es gelingt bitte unter dem Link ein Daumen und ein Abo und wir wachsen in alle Richtungen und es wird weitere Videos geben. Außerdem, Leute, mal kurze Real Talk, die YouTube-Knalltüte aktuell. Benching behauptet ja, in mir würde irgendwas nicht stimmen. Mehrere X-Parodien oder vielleicht ganz witzig hier, da mit Glatze, Krawatte, hier mich nachmacht. Aber Leute, Fokus. Ja, genau, Fokus, Leute. Ihr könnt nur das Original, wir müssen den Original folgen. Also, ich hasse das, diese Parodien. Würde ich mir auch nicht angucken. Fokus, Leute. Lasst euch
nicht von dem Müllgelaber unterkriegen, sondern entwerft Strategien, Konstrukte, kommt in den Energieflow rein und zieht euch nicht an das Snitch-Benching hoch, weil der sowieso nur bla bla macht und ja, der Inhalt verpufft. Ihr habt da langfristig nichts von. Und der Höhepunkt, Leute, jetzt wird dann teilweise die ja, billige Snitch von Benching bei Patreon da auch noch irgendwelche Anteile von seinen Zuschauern, dass ihn unterstützen, dass ihm dann auch weiter helfen, finanziell und auch supporttechnisch hinter der Kamera, also im Backoffice, dass er dann sich bessere Qualität liefern kann, dass er mehrere Videos pro Woche machen kann. Und da ist er auch anscheinend sehr dankbar drüber. Und ich als Komm, wir checken das mal ab. Hat er hier Patreon oder was? Ah ja, nee, hat er gar nicht, oder? Hä? Support, danke für euren Support. Ja, ach so, er hat noch keinen Patreon. Ja, dann macht das doch auf jeden Fall. Das finde ich sehr gut, den Vorschlag von Karl. Ja. SSA würde eher sagen, die Beleuchtung ist auch Müll. Ich würde da aggressivere Marketingmethoden fahren. Ich würde dann teilweise hergehen und mehrere Fake-Till-You-Make-It-Strategien, mehrere Einnahmen generieren, die ich überhaupt nicht habe. Und ja, so ist es halt, Leute. So ist es halt. Leute, kurzes Update, wie geht's weiter mit der SSA? Wir haben jetzt mehrere Mitarbeiter in den letzten 12, 16, 24 Monaten eingestellt und jetzt mittlerweile bei einer Agentur. In einem Umfang von 800 bis 900 Mitarbeitern. Die Agentur wird immer größer und geht mittlerweile sogar so weit her, Leute, dass man Zauzmann in der SSA den Investmentbereich übergeben haben. Es geht sogar so weit, Leute, dass man im Bereich SSA mehrere Bereiche outsourcen im Bereich Investment, sodass sich dann der Sobfalski mehrere brutale Bereiche unter den Nagel gerissen hat. Unter anderem ist er für den Bereich Gletscherei als CASA zuständig, kurz Chief Administrative Scalier Agent. Ohne Scheiß, ne? Ich weiß nicht, wie er... Das ist so genial. Kurz Caesar. Okay, lass mal sagen. Caesar? Mehrere Kapital, nicht Julius Caesar. Wir haben Julius Treubner, aber Caesar. Ich will den Caesar, Philipp. Übrigens. Mit Berglinsen und Tempe. Ja, dazu eine leicht frische Vinaigrette aus unserer Skalierananas, bitte. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ah, schade, schon zu Ende. Mann, es ist so geil, oder? Das hat sich doch gelohnt, oder? Mein Name ist Michael Kotze, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die auch ab, lass ein Abo da und ich bin raus. Ciao.